Da oben irgendwo waren die Clan-Games. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ich habe es gestern mal wieder in den Kommentaren gelesen, auch wenn der Titel ein ganz anderer ist. Ich werde euch natürlich zeigen, wie man das extra Reward hier abholt und was ich mir vor allen Dingen abgeholt habe. Und was mich auch ein bisschen ärgert, muss ich sagen. Vielleicht reiche ich das mal ein als Verbesserungsvorschlag bei Supercell. Aber ich werde euch jetzt kurz mal was zeigen, warum ohne Facecam schreiben immer mal welche. Und auch in meinen Streams ist das immer so. Heute keine Facecam? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Tote ohne Facecam. Nein, ich sehe doch alles. Ich sehe alles, nur ihr seht mich nicht. Aber ich kann euch, habe ich auch geantwortet, dass es auch immer ein bisschen aufwendiger ist, wenn ich mal mit Facecam aufnehme oder wenn ich mal ohne Facecam aufnehme. Wir machen jetzt mal die Aufnahme einfach mal mit Facecam, würde ich sagen. Und dann könnt ihr sehen, dass das in jedem Fall aufwendiger ist. Also ich mache die Cam jetzt schon mal an. Damit seht ihr dann schon mal ein schwarzes Bild. Dunkel. Einfach nur dunkel. Damit seht ihr ein schwarzes Bild, aber ich bin schon da. Ich winke jetzt gerade und zeige euch ganz viele Stinkefinger in die Kamera. Nee, stimmt natürlich nicht. Aber so geht das Ganze eigentlich hier los. Und dann muss ich einmal so ein bisschen kurz mal um meinen Schreibtisch gehen, beziehungsweise ein Lichtchen habe ich hier schon an der Seite stehen. Ah, das ist aber noch nicht hell genug. Da muss ich noch ein bisschen mehr Licht zaubern. Momentchen. So, ja, da bin ich nämlich schon und dann passt das Licht aber manchmal nicht und ihr seht auch, ein ganz wichtiges Utensil fehlt mir dann auch immer, meine Brille, denn wenn ich ohne Facecam, oh, ist die dreckig, alter Falter, wenn ich ohne Facecam aufnehme, dann muss ich mir um solche Requisiten keine Gedanken machen, aber ich gucke jetzt mal, wie das Ganze denn eigentlich aussieht, dann muss ich das erst kurz nach vorne ziehen. Ich finde, ich bin heute ein bisschen zu hell. Das heißt, ich habe hier auch immer unterschiedliche Lichtverhältnisse. Abends nicht unbedingt, aber tagsüber vor allen Dingen. Und da muss ich das kurz einmal konfigurieren. Ich sitze auch nicht richtig jetzt zur Kamera. Ich mache das noch mal eben mit euch und dann richten wir das kurz einmal ein. Das heißt also, ich muss mich kurz mal so ein bisschen wieder nochmal nach da setzen. So ein kleines Stück, nicht zu weit, denn zu weit reicht mein Greenscreen nicht. Da seht ihr jetzt schon meine Tür. Ja, also ich muss das schon so ein bisschen so machen, dass das passt. Aber mittlerweile kenne ich die Werte hier eigentlich auch auswendig. Halt 220. Und ich glaube, heute bin ich, es geht so, ich bin ein bisschen hell. Deswegen machen wir es noch mal ein kleines Stück dunkler. Ich glaube, passt das. So passt das in etwa. Das Ganze checke ich dann immer noch mal kurz quer, indem ich einfach einmal ein weißes Bild bringe und sehe dann, es funktioniert. Also ich habe nirgendwo irgendwie so einen Schatten oder was auch immer. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund, warum ich nicht immer mit Facecam aufnehme, denn es ist halt ein kleines Stück aufwendiger und damit habe ich jetzt schon satte 3 Minuten hier vertrödelt, sage ich mal. Denn ich will jetzt nicht sagen, dass meine Zeit begrenzt ist oder so, Leute. Aber manchmal, ja, da möchte ich ganz gern was aufnehmen. Da läuft mir vielleicht was weg, was raus oder was auch immer. Und oder auch morgens, weißt du, ihr kennt das bestimmt. Morgens siehst du auch nicht so schick aus Dann wollt ihr mich nicht sehen, das könnt ihr mir glauben, ihr wollt mich nicht sehen. Aber so läuft das Ganze hier. Also wenn ich ein bisschen Zeit habe, so wie jetzt heute Abend, Dienstag, wir haben jetzt heute Dienstagabend und ich gucke so ein paar Streams hier gerade auf dem Handy, so ganz nebenbei, dann mache ich das natürlich, habe ich auch geschrieben, sofern ich Zeit habe und die Muße auch habe, mache ich das mit Facecam, kein Thema. Auch die Livestreams sind ja immer mit Facecam. Auch heute Abend der Livestream wird mit Facecam sein. Aber wir sind ja hier bei den Clanspielen. Ich wollte euch mal zeigen, wie man die Clanspiele-Rewards richtig abholt. Wie man sie richtig abholt, würde ich jetzt nicht mal so sagen. Aber wie man das Special Event kriegt. Manche haben ja immer noch das Problem, dass sie über 4000 sind oder 4000 haben, wie ich auch. Aber gar nicht wissen, wir kriegen jetzt das zweite Mal hier raus. Und was mich aber ein bisschen ärgert, das seht ihr jetzt. Denn, also eine kleine Verbesserung gibt es hier schon in den Clan-Spielen. Denn ich habe ja, ihr seht so ein paar Sachen, da ist ein Ausrufezeichen drin. Das heißt, das kann ich nicht nehmen. Es ist also bei mir zu voll. Und naja, ich nehme hier das hier und würde jetzt, ich würde gerne diese Rune hier nehmen, diese hier. Aber ich habe noch eine Rune, die wollte ich aber heute nicht verbrauchen, sondern erst in 4 Tagen.
Ja, jetzt kann ich natürlich 4 Tage warten, aber ich würde ganz gerne die Gems schon mal nehmen und vielleicht die eine oder andere Pulle. Also Sachen, die ich gut gebrauchen kann, wie hier zum Beispiel das Dunkle. Und auch hier das Dunkle kann ich gar nicht nehmen da. Okay, wenn ich hier jetzt rausgehe und jetzt erstmal dafür sorge, dass ich dann alles nehmen kann, dann bleiben die Sachen immerhin schon mal gespeichert. Das war nicht immer so. Zu Anfang war das nicht immer so. Da war es so, dass die Sachen wieder abgehakt waren und du konntest überall wieder deine Haken setzen. Ist natürlich ein bisschen doof. Und auch die Schaufel hier. Ich würde die Schaufel gerne nehmen und würde eine andere Schaufel verbrauchen. Aber nicht heute, sondern erst in 3 Tagen. Ihr wisst schon, was ich meine. Also cool wäre natürlich, wenn man hier jetzt seine Auswahl bedingt trifft. Also jetzt schon mal das hier. Und hier würde jetzt schon mal stehen, collect mal schon das, was du angehakt hast. Geht aber nicht. Und gebe dann die anderen Sachen im Laufe der nächsten Tage aus, also im Laufe der nächsten 6 Tage und 12 Stunden aus und nehme dann erst die anderen Sachen und collecte dann den Rest oder so. Das geht leider nicht. Das ärgert mich immer ein bisschen. Das heißt, wir verkaufen eine Schippe und wir verkaufen einen Trank. Nee, machen wir mal nicht. Wir verkaufen nur eine Schippe, würde ich sagen. Nee. Eine Schippe ist auch gut. Ist ein alter Begriff, Leute. Die Leute, die das vielleicht nicht so kennen, Schippe oder Schaufel. Also wir verkaufen die Schaufel, 50 Gems. Die nehmen wir auch wieder. Ich brauche den Trainingstrank nicht. Ich habe noch so viel Trainingstränke, Leute. Auch noch vom Pass und so weiter. Ich meine, das Ganze ist auch ein Gem-Grab hier. Ich nehme das Dunkle in jedem Fall mit, weil ich ein bisschen weniger gefarmt habe. Und nicht die Gems hier. Und ich nehme das Gold, weil ich halt ein bisschen weniger gefarmt habe. So, jetzt könnte ich eigentlich schon einmal collecten. Ah ne, da brauchen wir noch die Gems. Wir nehmen die einmal. Und jetzt bleibt das hier erstmal für mich stehen. Und jetzt kann ich mir aus irgendeinem Tier hier ein zweites Item nehmen. Entweder nehme ich jetzt die 30 Gems von den Mauerringen. Oder ich nehme doch die Elixierrune. Da kann man immer ein paar Mauer mitmachen. Oder ich nehme doch die Juwelen. Ich überlege gerade mal, die Juwelen oder die Elixrune. Ich glaube, ich nehme die Elixrune. Da kann man immerhin ein paar Mauern mitmachen. So will ich es mal sagen, denn für was? Für nichts anderes brauche ich diese Elixrune noch. Ach, das ist jetzt schwierig. Ich könnte noch die Heldenpuschen nehmen, aber die habe ich noch im Pass. Die Bauarbeiter. Oh, die beiden Bauarbeitertränke. Ich glaube, ich nehme doch die beiden Bauarbeitertränke. Ich glaube, die sind doch ganz gut. Ich nehme die beiden Bauarbeitertränke. Ja. Entschieden. 131.000 haben wir hier geholt und 7 Minuten sind jetzt schon vergangen, dank der Kamera. Also haben wir die beiden Tränke dabei, 170 Gems hier im Sack. Und wir sehen natürlich ein bisschen Clash of Clans, Leute. Bei mir seht ihr immer ein bisschen Clash of Clans. Das wisst ihr, auch wenn ich manchmal ein anderes Thema habe. 5.000 auf den ersten Klick, die kann ich mir nicht entgehen lassen. Wir brauchen dunkles 91.000 für unseren royalen Champion, für unseren Helden. Und dann nehmen wir die Truppe hier mal mit. Was habe ich denn eigentlich hier? Ah ja, okay, ihr seht das hier bei mir jetzt auch schon ganz rechts. Ich habe die Kaserne jetzt auch schon auf Level 4 und die ist jetzt ausgelaufen. Jetzt läuft gerade meine vorletzte Forschung, die Mauerbrecher. Und wie wollte ich denn eigentlich hier vorgehen? Was ist denn das eigentlich für eine Armee? Wie könnte man die nennen? Yeti Smash oder so. Weiß nicht genau. So, irgendwie so ein, irgendwas mit Yetis auf jeden Fall. Ich habe ein paar von den Zaubern dabei. Die machen wir uns da aber auf, glaube ich. Die machen wir uns hier auf und hier sollen die einfach rüberspringen. Kommt, Mädels, einfach rüberspringen. Ich weiß nicht, was ich da jetzt gerade drin habe. Hier in dem Teil, der steht verkehrt, der muss auf Boden. So, dann kann das hier durchgehen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier an das Dunkle kommen. Der hatte auch schön die Bohrer schön mittig stehen für mich. Das ist wunderbar. Das passt mir natürlich super, super gut. Würde ich mal so sagen. King zünden wir mal sicherheitshalber. Und wir haben gar nicht so viel Truppen hier noch in der Mitte, sehe ich gerade. Aber wir haben jetzt auch eben ja schon den Sprung verheizt hier. Da hatten wir da alle mit drin. Ah, noch nicht ganz alle. Okay, da sind noch so ein paar Yeti-Smites. Die machen da den Bugiturm. Oh shit, da die Royale. Eieiei, die ist ja außen. Aber das machen jetzt meine Packies, okay. Ja, den Rest nehmen wir auch noch mit. Aber im Moment ist mein Fokus hier ganz stark Richtung dunklem Zeug. Und deswegen nehme ich solche Bases besonders gerne. Ich meine, mit 5, das ist jetzt in Ordnung. Ich habe ja auch ein bisschen was ausgegeben. Kommt noch dazu. Aber das ist jetzt heute auch mein erster Angriff. Was können wir hier mit eigentlich machen? Ah, hier hinten. Hier hinten können wir eigentlich da mit was machen. Und dann haben wir den ganz gut gerockt. Ich werde jetzt mal Boost anwerfen. Denn ich habe jetzt auch 2-3 Tage hier gar nichts großartig gemacht. Auch keine Boost angeschmissen. Also so geht's. Aber wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das so mit dem Clan-Spiel
Rewards macht und wie ihr das findet. Also seid ihr da einer Meinung mit mir, dass man das vielleicht ändern könnte? Und ich könnte das mal einreichen, diese kleine Änderung. Ich meine, sie müssen jetzt nicht unter jedes Tier Button machen. Das nehme ich. Aber ich meine, was ich erstmal habe, habe ich. Und die anderen Sachen verbrauche ich im Laufe der Zeit. Ihr seht das ja hier. Ich habe hier im Pass auch noch so ein paar Sachen. So ein paar Tränke und so. Deswegen habe ich eben gesagt, ich brauche eigentlich gar keine Tränke und Schübe und weiß der Geier. Das hätte ich jetzt alles verticken können in Gems, aber machst du dann ja auch nicht. Und aktiv bin ich hier in jedem Fall. Was habe ich jetzt gerade verbraucht? Eine Kaserne, ne? Ich habe eine Kaserne verbraucht. Ja, eigentlich, also ich bin ganz zufrieden. Die Truppe ist auch nicht so teuer. Sie ist ein bisschen Elex-lastig, ja, aber ich brauche den Warden nicht mehr leveln. Und ich habe jetzt nur noch eine dunkle Truppe zu leveln hier bei mir dann im Labor. Wenn meine Mauerbrecher irgendwann fertig sind, da ist das Labor. Und das dauert jetzt aber noch 11 Tage. Dann habe ich nur noch den einen Zauber, den Skelettzauber, dann bin ich hier durch. Also das passt dann in jedem Fall. Und das sind auch Sachen, die können auch alle so laufen. Ich glaube, einen Zauberhammer oder so nehme ich nicht. In ein paar Stunden, 19 Stunden, ist auch meine royale Championatin wieder mit am Start. Und ich wollte eigentlich ganz gerne weiter leveln, aber ich habe jetzt nicht so wirklich... Ah, hier ist okay. Hier ist jetzt noch was drin. 30.000 kommen nochmal dazu. Oh, naja, geht ja. Kann man mit leben. Ich würde sagen, ich hatte ja gesagt, ich booste mit euch ein bisschen. Dann machen wir das auch. Leider, ich habe da noch ein Buch und hier habe ich im Moment nicht so tolle Sachen bei den Daily Deals. Da müssen wir mal schauen. 4 Stunden 24, das ist immer mitten in der Nacht, wo das Ganze wechselt hier. Da bin ich dann auch nicht immer unbedingt auf, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ich bin ganz zufrieden mit dem Account auch. Ich habe 1, 2, 3 Mauern gemacht hier mit dem überschüssigen Elex, was ich hatte. Ich habe auch die Rune genommen, sonst hätte ich jetzt die Rune nicht nehmen können. Ja, ich habe auch die Rune oder die andere Rune. Ach nee, ich habe die Rune jetzt gar nicht genommen. Wofür habe ich denn eigentlich meine Rune verballert? Ah, für die Mauerbrecher. Habe ich für die Mauerbrecher verballert. Eieiei. Habe ich für die Mauerbrecher verballert. Aber habe ich ganz vergessen jetzt. Okay, dann machen wir einen kurzen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oha, der Bureau hier, Major Factor, hat 5786 für mich im Petto. Die hole ich mir ab. Seine Luftabwehr ist nicht ganz so stark. Und ich bin ja mit Lufttruppen unterwegs. Zeppelin. Zeppelin nehmen wir hier mal mit. Ich habe eben mal geguckt. 240.000 kostet regulär eigentlich die royale Championatin auf Level 14. Allerdings mit Pass 192.000. Ich habe ja so 3 Tage Zeit. Also ich muss ja ein bisschen sputen auch. Ich muss mich auch ein wenig sputen. Was haben wir denn da hinten eigentlich für ein Inf? Oh, ist ein kleiner. Okay. Oder nicht Inf, sondern It. Das ist ja ein kleiner. Den kleinen holen wir uns mit unserer... Mit unserer Heldin, denke ich mal, beziehungsweise mit der König, der muss nur fangeln. Die Heldin soll mal hier Luftabwehr nehmen. Oh, der Feger steht auch gut. Der Feger ist perfekt. Der Feger ist schon mal perfekt, was aber noch viel, viel perfekter ist, dass hier Clanburg rauskommt. Und ich habe irgendwie gar nichts. Ich habe mal gerade gar nichts an Giftzauber. Ich habe keinen Giftzauber dabei, wenn ich mit dieser Armee dabei bin. Und der King geht hier noch rein. 65er König, hier haut sich den Luftfeger nochmal weg. Und dann gucken wir mal, wo wir mit der Restmeute hier jetzt starten können. Ich wollte gerade sagen, der andere Feger ist ja jetzt in der Ecke. Okay, Kollege. Das ist weg, das ist weg, das ist weg. Dann nehmen wir mal hier 1, 2, würde ich sagen. Und gehen jetzt über diese Flanke hier mit unseren restlichen Truppen hier rein. Zuck, 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 zuck. Jo. Oh, die gehen alle nach außen. Alter, shit, 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 shit. Ach, ich habe gedacht, die machen das außen da so ein bisschen schneller vielleicht. Okay, machen sie aber nicht. Dann müssen wir die hier doch mal kurz in Wallung bringen. Und hier auch. Das ist schon mal Geschichte dort. Hier unten in Fries nochmal gesetzt. Auf die Truppen. Ich weiß, das Farm ist jetzt teuer hier. Nur fürs Dunkle. Ist mir schon klar, Leute. Aber... Ihr wisst ja, er war arm und brauchte den Loot und er macht den Warden hier richtig cool für die Drachen hier unten. Ei, ei, ei. Richtig cool für die Drachen hier unten. Okay. Einige gehen nach außen, einige bleiben drin. Dann nehmen wir die drin bleiben, einmal hier in Wut. Und ich glaube, für die letzte Luftabwehr. Oder für diese Luftabwehr. Für die letzte oder für diese? Nee, ich glaube für die letzte Luftabwehr. Komm, mach die weg. Ach, Glück gehabt. Alter Falter, ah, Mann, ey. Was ein Gekrampfe manchmal. Der X-Bogen da scheint mir auf Boden zu stehen. Da kann ich jetzt gar nicht
nicht checken, aber ich glaube, den letzten Freeze nehmen wir hier nochmal an der Luftabwehr und nehmen die hier ganz auseinander, die Base, oder lasse ich die Luftabwehr stehen, dass ich jetzt nicht wieder so viel Pokale mache. Ich wollte eigentlich nicht so viel Pokale hier machen, um nicht ewig hier in der Liga wieder so kurz vor Champ oder kurz vor Titan hier teilweise zu sein, wenn das Ganze hier fertig ist, und den könnte ich mir eigentlich sparen, aber ich muss ihn nicht sparen, denn ich kriege gleich wieder andere Zauber. Ja. Da sind gleich wieder andere Zauber. Jetzt fliegt natürlich der Drache, der kaum... Ah, okay, der hatte jetzt kaum Heal Points gerade. Dann haben wir den... Ah, na, Zeit. Time Fail. 99. Perfekt, Toto. Ah, ja, ja, perfekt. Aber noch ein bisschen Bonus mit reingefahren. Und ich glaube, dann kann das so ein bisschen so weitergehen. Wir nehmen den Blimp ruhig mit hier. Dann gewinnen wir in jedem Fall 5 davon, 5 davon, 3 davon. Sieht aber ganz gut aus im Moment, was das Farm hier so angeht. Eigentlich wollte ich nur eins sagen. Bodenwut. Ja, wie gesagt, heute Abend Livestream. Season 6 der derzeitigen Prime GML. 11 Original oder Original Original gegen The Disabled. Das Ganze fängt ich fange um 21 Uhr an zu streamen, werde aber um 22 Uhr erst das Match machen, weil es erst um 22 Uhr losgeht. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Können wir uns schon mal einpendeln, so ein bisschen einpudern, beziehungsweise schon mal so ein bisschen über Clash of Clans sprechen, ein bisschen über die Szene, ein bisschen über die kommenden Events. Die kommenden Events fangen ja jetzt für mich jetzt morgen früh dann an. Mal sehen, was so kommt. Ich bin mal gespannt, was an Rewards so da ist. Und dann kannst du hier ganz normal in Clash of Clans weitergehen. 133.000. 3 Tage habe ich noch. Dieses Spiel übrigens verweigere ich. Das mache ich. Ich greife nicht mit Sneaky Archers im Nachtlauf an. Ich mache es einfach nicht, glaube ich. Oder ihr habt eine gute Taktik für mich. Schreibt es unten rein. Womit ich dann hier meine paar Sterne machen muss. Ich muss nämlich versuchen, 8 Sterne zu machen im Dunkeldorf mit den Sneakies hier. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber egal, vielleicht wisst ihr das. Und dann sehen und hören wir uns in weiteren Videos in dieser Woche, wenn ihr Lust habt. Und ich bleibe jetzt einfach mal sitzen mit Facecam für das Video am Donnerstag. Da habe ich mal ein ganz anderes Thema. Es startet jetzt wieder die SCCWL. Also lasst euch überraschen. Bis dahin, euer Toto. Fest.